und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Dead by Daylight. Ich wünschte, ich könnte schnipsen, kann ich aber nicht. Also nicht gut. Nee, das ist ganz scheiße. Hört man es bei mir? Ja, du kannst, glaube ich, ein bisschen besser. Ich kann gar nicht. Aber immer noch schön gegen das Mikro schlagen. drückst du auf fertig? Hast du schon? Ja, habe ich schon. Nein, glaube ich nicht. Ja, jetzt ist es spät, jetzt kann man nicht mehr drücken. Ja, stimmt. Okay, also wir wissen ja, in der letzten Folge bin ich eigentlich zweimal entkommen. Das letzte Mal habe ich mich einfach nur so ein bisschen, habe ich ein bisschen mit Killer gespielt und deswegen habe ich... Ja, ist klar. Ja, hätte ich nicht auf den gezeigt. Aber draufgegangen. Nein, du wärst trotzdem draufgegangen. Nee, ich hätte... Nee, hallo? Ich war kurz vor der Palette, bin ich erwischt worden. Einmal bin ich aber hinter der Palette. Aber vom Tor weg. Da hätte ich es noch geschafft. Weil der erste Schlag war schon so, weil ich hinter der Palette, hinter der Palette hatte mich erwischt. Das heißt, 2 Sekunden mehr und ich wäre da hinter weg. Und der zweite Schlag dann auch kurz vor der Palette. Dann wäre ich wahrscheinlich mit einem Schlag hingehumpelt. So einen alten Lüfter. So einen ganz, ganz alten Lüfter, den habe ich hier so. Oh shit, Junge, so richtig nerdig, ne? Boah, ja, so musst du haben, Digga! Von einem alten Air-Hockey-Tisch. Digga, es geht übrigens los. Ja, ich seh's. Wir sind gestört! Und wieder? Was testen? Ah, ne, kannst du. Oh, geht das? Boah, schon, bist du schon wieder gestört, Junge? Ha, jetzt hab ich. Kannst übrigens ein Symbol, was du mit der Hand machst. Moment, kannst Moment. Du abbrechen. Nö, jetzt rede ich einfach mit Absicht. Einfach so schön laut, damit du nicht weißt, aus welcher Richtung der scheiß Killer kommt. So, was kannst du mit der Hand machen? Wenn du eine Bewegung machst, die kannst du abbrechen. Einfach nur laufen, dann hört die auf. Kettensäge, Mann. Ich glaub nicht. Du hast einen Generator dran. Nee, ich mach grad den zweiten Haken. Okay. Ist nämlich einer an einem Generator dran. Das heißt, wenn der angeht, wird der Killer direkt zu mir kommen, weil ich bin direkt daneben. So. Scheiße. Hab jetzt 2 Haken sabotiert. Ey Bro, ich hab die so sabotiert, Digga. Hey, wir sind zu dritt im Generator. Ohne dich. Ja, ich hab grad den Killer gesehen. Wir gehen doch schnell. Eine Nase juckt. Scheiße. Nase in der Kamera kratzen. Der sucht, der läuft, also der guckt hier ein bisschen rum. Wo ist er denn? In der Nähe des Hauses. Läuft gerade aufs Haus zu. Machst du gerade den Haken? Nein. Ich sehe euch, ich komme zu euch. Bin hinter dir. Irgendjemand ist hier am Haken dran. Hi. Sollen wir reingehen? Generator? Ja, der ist gerade vorbeigelaufen. Der hat mich nicht gesehen, vor allem ich stand direkt neben den. Toll. Ja, er hat nicht nach oben geguckt. Also ich stand gerade hier und da kam er unten so hergelaufen. Okay, zuerst den und gehen wir danach nach oben, oder? Ja, hier hat es schon angefangen. Ja, decke ich mich gleich oben in den Schrank. Oh oh. Was? Der Richtung Haus praktisch kommt der Killer irgendwo. Okay, wir sind fast fertig. Oben. Okay, er tut uns gerade den Rücken zu kehren. Okay, jetzt hoch. Und auch was hier ist so eine Lücke in der Wand. Okay, er hat uns nicht gesehen. Er kommt. Wir arbeiten noch nicht hier dran. Okay, ich arbeite dran. Ich gehe in den Schrank erstmal. Er kommt nämlich immer näher.
Wer ist? Das war er ist hier. Es gab, das war so ein kleiner Leck. Er ist hier irgendwo. Ja, ich bin auch im Schrank. Vor allem, ich mach so einen. Also irgendwie kam das ein bisschen verzögert, dann diese Explosion. Komm. Ich hau ab und dann kommt plötzlich eine zweite Explosion. Komm. Ja, ich war ja unten. Oh nein, er kommt wieder. Hilf mir schnell. Ja, ich bin doch dran. Oh, gewagt plus 6. Ich will sie mich nicht abbrechen. Ich wieder. Müsste eigentlich direkt nach so einem Fähigkeitscheck abbrechen. Das habe ich schon öfters mal gemacht, aber es bringt irgendwie gar nichts bei mir. Ja, bei dir. Du hast ja auch irgendwie keine Ahnung, so ganz grobe Hände. So, du bist Grobmotoriker. Ja. Mit Handschuhen. Also mit so richtig fetten Lederhandschuhen, die so doppelte Breite von der Hand sind. Wir gehen quasi ans rechte Tor. Ich folge dir. Ja, das ist immer gut. Das war bei einer Folge, da bist du nie mit mir mitgelaufen, immer hat sich erwischt. Und ich war immer ich war immer unbehelligt. Und auch gerade eben, ne? Wir sind unterschiedlich gegangen und was ist passiert? Ich bin erwischt worden. Wir sind nämlich zusammengegangen, wäre es nicht passiert. Beeil dich. Oh. Beeil dich. Ey, ich mach so schnell, wie ich kann. Hetz mich nicht. Mach das Ding da auf. Los. Ich hör auf. Ich dreh sofort wieder um. Oh. Mach was. Er ist da. Er ist hinter dir. Vorsicht. Jo. der leckt ein bisschen rum, muss ich sagen. Wie haben wir das denn jetzt? Hat man das bei dir gesehen? Wir stehen Wand an Wand. Unverkannt. So weit und doch so fern. Was geht ab bei euch? I still love you. Ich glaube, der leckt ein bisschen rum. Bisschen? Pass auf, gleich hängst du am Haken. Guck's dir doch mal an. Mein Freund, der Killer. Mein Freund, der Killer. Dann pass auf, gleich hängst du wirklich am Haken. Gucci, Gucci, Gucci. Glaub mir. Ups. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci. Alter, nein. Gucci, Gucci, Gucci. Warte, ich treib jetzt mal auf die Spitze. Warte. Gucci. Oh, hey, jetzt, fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Hallo? Irgendwie gruselig. Das kann ich auch. Look at this dance. Look how my people dance. Yeah. This is how we dance. Yeah. Das geht voll ab. Oh, yeah. Guck mir in die Augen, Kleines. Lauf nicht weg. Also ja, irgendwie schön Generatoren weiter. Also irgendwie ist das ein bisschen langweilig. Komm, hey. Komm. Weißt du was? Fick dich. Oder? Nee, warte. Dein Ernst? Was machst denn du jetzt? Guck mal, was in der Kiste so drin ist. Ich hab aber schon einen Koffer. Wo ist das andere Tor? Als ob. Was ging jetzt? Du machst gerade noch einen Generator. Das ist irgendwie. Wenn ich gewusst hätte, dass er leckt. Ja, geil. Willkommen. Ich bin jetzt auf die Punkte gekommen. Ja, hab ich. Geil. Alter, hätte ich gewusst, dass der leckt, dann wäre ich ein paar Runden mehr im Kreis gelaufen. Das sah bestimmt cool aus, wie der dich angeglotzt hat und ich einfach so dazwischen durchrenne. Ja. So traurig, ich bin gar nicht entkommen. Aha. Okay. Ich schon. Okay, wir sehen uns dann in der zweiten Hälfte. Jo, bis gleich, ciao. Und da sind wir wieder da. Da. Und zweimal hier macht es real ganz Glas. Von uns, kommt von uns. Jetzt machen wir voll dunkel. Ja,
es ist nicht so, dass du die ganze Zeit die Begrüßung machst. Ich habe auch eine gemacht. Eine. Ich habe drei gemacht. Ja. Du hast eine Begrüßung gemacht, ich habe drei. Ja, ist doch fair. Ja, aber ich muss eben auch mehr tragen. Ich habe hier eine größere Last. Ja. Ich habe mehr Verantwortung. Du hast mehr Abonnenten, deswegen. Das meine ich jetzt so nicht. Ich meine, ich bin einfach hier der Kopf, weißt du? Wärst du wohl gerne. Jeder weiß, dass ich der Kopf bin. Nein, jeder weiß, dass das Spiel hier auf meinen Plänen basiert. Nein. Ja, nur meine Folge. Fuck! Was? Was? Der ist direkt bei mir. Ja, weil der Killer will sagen, Christian hat recht. Ey, Mario, nein, du hast Unrecht. Kacke, er hat mich gesehen. Hilfe! Alter, oh, hast du das eingebrückt? Jetzt schaffst du es auch selber, das wieder auszubrücken. Alter, das kann jetzt echt nicht sein, das kann jetzt echt nicht sein. Ob ich noch den dritten schaffe? Was ist das für ein Killer? Einsteller. Okay. Da, wo ist der? Ich bin im Entkommen. Where is she? Das hier braucht Hilfe. Nein. Ey, der ist voll brutal, ey. Okay, ich glaube nicht, dass meine Werkzeugkiste das überleben wird. Okay, komm. Das wird knapp. Ja. Oh, Hilfe. Moment. Das wird knapp. Okay, meine Werkzeugkiste hat... Die ist noch da. Oh. So, ich bin am Haus. Ich habe gerade drei Werkzeuge. In dem kleinen Haus? Ja. Bin ich jetzt auch drin? Hey. Hilf mir. Ey, guck also, mal, Adolf spielt auch mit. Chill! Adi, na, wie geht's dir? Du kleine Führer, So, hier sind drei Haken sabotiert von mir, ne? Okay, dann bleiben wir hier. Wollte ich sagen, also wenn du abfolgt bist, immer in diesem Bereich hier laufen. Also, siehst du den anderen Haken da? Also, hier den Haken und den auf der linken Seite von mir, ne? Und dahinter ist noch ein Haken, der auch sabotiert ist. Ich sehe gerade irgendwie gar keinen. Der ist jetzt direkt bei uns hier, ne? Zwei, ja, warte. Und hinter dir ist auch noch einer. Ja. Und da weiter in die Richtung ist noch einer. Okay, dann bleibe ich hier hinten. Falls du verfolgt wirst, lauf hier in diese Richtung. Yep. Aber aufpassen, hier ist, ich sehe da hinten auch noch einen. Also, wenn du von mir aus gehst, in meine Richtung, also in die Richtung, ist ein unsabotierter Haken. Ja, ich sehe den. Also aufpassen, da könntest du auch aufgehangen werden. Ich kann den leider nicht sabotieren. Holen wir uns die? Ja, will. Wo ist eigentlich hier der Generator? Hier, Kollege. Kollegin. Wo bist du? Beantwortet das deine Frage? Ich war an dem Generator. Die hängt im Keller. Das erschwert natürlich die Lage. Und hier sind noch schöne, viele tolle Haken. Vorsicht. Oh, wie sie stöhnen. Ich hoffe, der hat nicht. Ich glaube, der hat das. Ja, ich glaube auch. Das war von jetzt auf gleich war der Herzschlag weg. Ja. Oh, ich sehe ihn. Ja. Ich laufe zu ihr. Ja, der hat das mit dem Herzschlag. Das klingt so. Ich versuche sie zu retten. Wo ist denn der hin? Ich weiß es nicht. Falle ist gleich weg und jetzt sie. Okay, jetzt weg. Vorsicht, er kommt. Wo seid ihr hin?
Nein, scheiße, scheiße, scheiße. Komm, komm, komm. Es war meine Schuld. Scheiße. Ich hoffe, er bringt sie nach unten. Ich bin nämlich unten. Die ist dann tot, glaube ich. Ja? Das wäre weniger. Er hat gleich mich, er hat gleich mich. Versuch sie zu retten. Okay. Dann müssen wir wieder aus dem Schrank raus. Fuck. Rette sie, rette sie, rette sie. Rette sie, rette sie, schnell. Er hat mich. Lauf, lauf, was das Zeug hält. Er hängt mich jetzt am Haken. Lauf, beeil dich, ich bin gleich am Haken. Ich hänge am Haken. In welche Richtung geht er? Er hält zur Falle aufstellen. Er wird auf jeden Fall zu euch rennen. Dann kann ich sie noch mal heilen. Er rennt, er rennt, er rennt. Okay, er macht gerade noch was kaputt, er macht gerade was kaputt. Und jetzt weg, 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 weg. Hör auf, hör auf, hör auf. Rennt weg. Vor mir liegt eine Falle. Die aber unsichtbar ist. Nee, oder Blut. Also vor mir ist eigentlich eine Falle. Pass auf. Ja. Also er hat auf jeden Fall eine gelegt. Ich weiß nicht mehr, wo. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Komm zu dir. Okay. Vielleicht hat er aufgehört. Ich weiß es nicht. Ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Geht der Drachen raus. Okay, okay, oh, aufpassen, oh. Okay, aufpassen. Ah, siehst du, sie war nicht da. Wenn du die Güte hättest. Wenn du die Güte hättest! Alter, ja, die hängt im Weg. Ich komm nicht ran. Danke. Okay. Weg. Erstmal weg hier. Ich verfolge dich. Aber hast du das gesehen, wie mies das war? Ja. Die war gar nicht da. Okay, am besten hier. Heilen? Okay. Ja, sorry, ne, aber die hängen wirklich so im Weg, dass ich da nicht angekommen bin. Ich weiß. Und direkt die nächste, komm. Okay. Ey, ich will auch. Er kommt. Er kommt und ich hänge fest wegen euch. Da ist direkt. Alter! Geh weg! Er ist noch da, er ist noch in der Nähe. Mach mal einen Generator, Mario. Wir versuchen sie zu retten. Ja, ich guck grad wo. Okay. Das war eine geile Kombi. Ich hab das gehört. Oh oh. Scheiße, er hat sie wieder. Okay, sie ist. Geh du zu ihr, ich versuche den Generator zu machen, wenn ich hier mal einen finde. Wir sind direkt hinter ihr. Ah, sie konnte sich befreien. Generatoren, die sind überall schon fertig. Telefon. My biggest enemy. Es sind nur 3 Generatoren fertig, also. Ja, ich laufe die ganze Quer durch die Map, aber ich finde keine mehr. Fuck. Guck, ich gehe einmal und hab schon direkt einen gefunden. Rette, also heile Adolf und schon habe ich einen. Im Zeppelin zum Beispiel. Ich habe auch einen gefunden gerade. Jetzt auf einmal. Ja. Problem ist, der Killer ist einfach hier in der Nähe. Ja, Justin, wenn die nochmal hängt, ist sie tot, genauso wie ich. Ich glaube, Adolf dürfte nochmal und du sowieso. Okay, aber bitte nicht sterben, Justin. Und jetzt hängt sie tot. Sie hängt. Und sie ist tot.
Okay, der kommt zu mir, fuck. Lauft. Warst ja ziemlich nah bei mir. Ist er direkt hinter dir? Ja, ne? Ja. Ah, ich sehe es gerade, wie er dich verfolgt. Oh, das war knapp. Das war mega knapp. So. Nein, kacke. Such mal gerade deinen. Ich hab den nicht gesehen, wegen eurem Generator. Och, jetzt ist es meine Schuld. Ohne Scheiß, ihr habt ihn gerade aktiviert und ist alles schwarz geworden. Ich hab den nicht erkannt. Ich mach deinen jetzt auch noch fertig. Kacke. Dann hast du ja noch gar nicht richtig dran gearbeitet, ey. Ja, weil der Killer auch direkt dann zu mir gekommen ist. Scheiße. Der bringt mich runter in den Keller. Kacke. Er hat keine Falle aufgestellt und geht hoch. Leute, einer wurde gerade erwischt. Wer ist? Du Blitzmerker. Schön, dass er erwischt wurde. Guck doch mal auf den Namen. Oh ja, schön. Na gut, die anderen kommen nicht. Ja, der andere hängt hinterm Tor, ist schon am Arsch. Der ist weg, cool. Mario, ich muss auch abhauen. Ja, lauf, lauf. Ich würde ja gerne kommen, aber oh, er hat mir noch einen Schlag gegeben. Also ich weiß nicht so wirklich, warum ich gerade entkommen bin. Der Typ hätte mich erwischen müssen, aber er hat dann irgendwie entschlossen, sich eine Falle zu grabben. Keine Ahnung, wieso. Tja, leider. War ein gutes Spiel, aber... Aber war doch nicht gut. Kannst du das noch lesen oder sind die schon alle raus? Ich bin schon raus. Ah. Was hast du geschrieben? Irgendwas mit Camper? Obwohl er kein Camper war? Ich hab dem Adolf geschrieben. Alter, der heißt Adolf Bonaparte, Hashtag Hitler. Alter. Okay. Warum auch immer? Warum nicht? Naja, das war doch mal eine interessante Folge, ne? Der Kopf hat überlebt. Und, sie sagen, aber ich soll mich nicht beschweren, ich habe genug Punkte gesammelt. 13.000. Ja. Ja, ist trotzdem okay. Ich konnte noch ein paar Sachen jetzt gerade holen, ne? Okay, wieder schauen, reingehauen so, ne? Reingehauen, wieder schauen. Ciao. Okay, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Tschö.